Hogwarts Legacy. Wir waren in der letzten Folge mit Sebastian hier hinten in der Krypta. Und da sollten das eigentlich keinem erzählen, der nette junge Mann, von dem Sebastian das weiß, hat allerdings direkt hier vor der Tür gewartet, sodass er natürlich gesehen hat, als wir rausgekommen sind. Deswegen war das so ein bisschen unglücklich gelaufen, möchte ich mal sagen. Ich will mal ganz kurz gucken, wir hatten uns doch eigentlich schon einen anderen Auftrag ausgesucht, den wir hier machen wollten. Ah ja, doch, das war tatsächlich genau der. Wir haben dann ja noch die Post bekommen. Eigentlich wollte ich ja diese Aufgabe hier machen für Professor Sharp. Das heißt, dafür müssen wir beschaffen und testen, nämlich einen Fokustrank. Und dann Maxima und Edurus gleichzeitig. Ich weiß noch nicht so genau, wie wir das machen, aber die Alternative ist jetzt hier Professor Garlicks Aufgabe, die mir gerne Wingardium Leviosa beibringen möchte. Dafür müssen wir ein paar andere Sachen machen. Es hat sich aber auch Professor Fig gemeldet, genau, der nämlich zurück ist. Vielleicht machen wir das zuerst, dass wir da einmal irgendwie Rücksprache halten. Da gucken wir doch direkt mal, wo das ist. Ja, da, wo sind wir? Warte mal, wir sind irgendwo anders. Wie weit geht's bis da? Und da. Und da. Das sieht eigentlich ganz gut aus, wie drei Viertel des Weges. Und das hier scheint irgendwie ganz was anderes zu sein. Also würde ich mal sagen, wir nehmen einfach den da, ne? Scheint hier an der Stelle der nächste zu sein. Dann nehmen wir doch den, reisen mal dahin. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Und dann gucken wir mal. Wir berichten ihm und er berichtet uns, glaube ich. Er sagte schon, dass es nicht so gut gelaufen sei. Deswegen mal gucken, was genau er erzählt. So, so, wenn wir denn dürfen. Ach so, das ist hier schon direkt sein Unterrichtsraum. Warum ist da eine Kiste? Und warum haben wir die vor allem noch nicht gesehen? Revelio. Dass die sogar direkt auf der Karte steht. Das hatten wir schon mal gelesen. So, dann einmal rein zu ihm. Upsala. Ich hatte gehofft, sie zu sehen. Ja, ja, du hast ja auch geschrieben. Nur mal ganz kurz. Okay, jetzt können wir mit dir reden. Hallo. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Ah, ich bin auch er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ihr Freund Mr. Ollivander schickte mir eine Eule und bat um Hilfe bei der Suche nach einem Zauberstab, der ihm gestohlen wurde. Hat er das, ja? Also ging ich zur Eulerei, wie er wollte. Und da standen all diese Statuen. Was meinen Sie mit Statuen? In der Eulerei? Ja, das hat mich zu dem Geheimversteck mit Richard Jackdaws Geist geführt. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja, und weil Jackdaw der Karte bereits gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht. Es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Vor allem das Buch. Aber scheinbar haben wir es direkt dabei. Und sind schon wieder zurück in der Kartenkammer. Hallo, okay, dann... Darf ich? Ja. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Revelio. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seite aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Der alte Peeves. Warum sind wir nicht hier hingereist? Naja. Dann geht's ja hier spannend weiter tatsächlich. Und das... war die ganze Zeit hier unten. Also mein Bild ist nicht so sehr im Weg. Sieht vielversprechend aus. Ja.
eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Wenn du das nur sehen könntest. Das war cool, das sieht voll cool aus hier mit diesen ganzen Leuchtepunkten und so. Richtig, richtig schön. So eine Karte hätte ich gern zu Hause und am Wohnzimmer, Fußboden oder so. Wobei ich natürlich dafür so ein großes Wohnzimmer bräuchte. Aber ja, jetzt müssen Hallo, wir... Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Und das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junge Freundin, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Sagen wir mal lieber nur unvollständig. Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter, eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt... Der Weg von den Ruinen zu Gringotts? Das Gewölbe? Die verbotene Abteilung? Die Suche nach dem Raum? Das alles war keine Prüfung? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn... Vertrauen Sie, Professor Fig? Tue ich. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Okay. Wir fragen lieber nochmal, wissen Sie etwas über den Turm? Ich weiß jetzt gar nicht, was das für einer sein soll. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade.
Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Haben wir den schon gesehen? Naja, wir sehen uns dort. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Machen wir nicht. Wir plaudern dann nur alles bei Mitschülern aus. Kein Problem. Okay. Das sieht so cool aus. Es sieht einfach so cool aus. Kann sein, dass wir sogar schon bei diesem Turm waren. Ich weiß es gar nicht. 1600 Meter. Ja, Hogsmeade halt, ne? Oder Weltkarte? Warte mal, wo müssen wir denn hin? Oh ne, da waren wir noch nicht, oder? Ja, wir sind hier so rumgelaufen und so das. Aber da waren wir noch nicht. Da würde ich glatt sagen, wir gucken mal. Ja, wir reisen vielleicht mal dahin. Und dann schauen wir mal, dass wir mit dem Besen wieder fliegen. Das klappt noch nicht so richtig gut mit dem Besen und mir, aber wir versuchen das mal. Ich meine, wir müssen ja sonst so 100 Jahre, wenn wir zu Fuß laufen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber mit dem Besen geht es auf jeden Fall besser. Es wird Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Okay, ich hoffe tatsächlich, dass wir jetzt nicht ein paar Sachen nicht lernen, sozusagen, die wir eigentlich dafür brauchen, aber ich würde jetzt schon ganz gerne eigentlich diese Aufgabe, 3 war das, als nächstes machen. Quasi, wie ging denn das? Warte mal, wie ging denn das? Q. Beschleunigen, war das da? Oh, warte, so schnell kann ich ja nicht gucken. Ein- und Ausschalten von Fluggeschwindigkeit, sinken, steigen, B, was war B? Absteigen, okay. Warte mal. Das war Beschleunigen, nein, Beschleunigen war das andere. Wir müssen erstmal hier hoch. Können wir bitte? So. Oder wir hängen noch in den Bäumen. Okay, lenken ging. Können wir losfliegen? Warum können wir nicht losfliegen? Ach so, haben wir schon keine Ausdauer mehr? Dann fliegen wir erstmal in Zeitlupe. Das ist normal schnelles Fliegen. Okay, okay, ich komm noch wieder rein, hoffentlich. Weil mit Maustaste ist nur so semi-gut lenken. Aber, ja, hoch und runter, das ist irgendwie schräger, dass wir so nach unten kommen und so nach oben. Ich hätte mal diese Flugpunkte mitnehmen sollen hier, ne? Diese... Ach, machen wir vielleicht diesen. Einmal den und dann den nächsten und dann... Warte mal, und dann kommen wir dahin. Sind wir schon schnell? Ja, wir waren schon schnell, okay. Dann machen wir jetzt nochmal extra schnell und machen schon mal ein bisschen nach unten. Oh, 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 oh. Warte, warte. Und absteigen war B. Meine Güte. Achso, das haben wir ja schon. Brauchen wir ja gar nicht. Hätten wir gar nicht gebraucht. So, Tab und 3. Meine Güte. Vielleicht schaue ich mich bei Falcroft mal nach Beute um. Was? Achso, hier sind irgendwo Gegner, ne? Nee, ihr seht mich gar nicht. Ich bin viel zu weit weg. Und jetzt wollte ich eigentlich den da anklicken. Den. So. Genau. Und dann können wir dahin fliegen, ne? So. Wenn es um Tierwesen geht, dann sind Nissler. Hier sind ganz schön viele rote Dreiecke auf der Karte, wenn ich das hier richtig sehe. So, okay, da brauchen wir also nicht absteigen, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Oh, wir sind noch Slow Motion geflogen. Upsi. Und das war sinken. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da irgendwie gut klarkomme. So, wir warten mal auf Professor Fig. Bis, keine Ahnung, wie viel Uhr? Bis hier drüben. Wir haben einfach geschlafen im Wald, kein Problem. Hallo? Wir sind da. Wir sind nicht allein? Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Okay, das heißt, wir kämpfen als erstes? Das ist ja wunderbar. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Oh, warte, wie geht's? Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. So. Revelio.
Da sind wir ja bestens vorbereitet. Warum ist er denn immer noch nicht unsichtbar? Beeilung! Wenn du einen Gegner unerkannt erreichst, kannst du Petrificus Totalus wirken. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, während stärkere erheblichen Schaden nehmen. Okay, den muss ich nicht extra lernen. Das kommt dann von alleine, wenn wir nah genug dran sind, oder? Wir sind ja ganz schön viele, ne? Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Okay, das ist gut. Gut gemacht. Mache ich das jetzt mit den anderen auch, oder warum sind die da um die Ecke? Kommen wir da ran, oder sind die drin? Okay, die sind auf der anderen Seite scheinbar. Oh. Ja, dann gucken wir mal, ob wir die rechten... Wenn wir jetzt hier zwei haben, so wie rechts, ne? Oh. Wir können ja nicht... Von das hier, war das die beste Mahlzeit seit... Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Okay, also wenn ich da jetzt einen ausschalte, merken das doch die anderen, oder? Also ich kann ja schon mal Sachen werfen. Das hier ist... muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Gucken halt alle weg, aber das heißt ja nicht, dass die das nicht mitkriegen, wenn ich jetzt hier einen wegnatze, oder? Hier muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Petrificus Totalus. Einen Moment. Weg! Okay. Oh, warte, die Linie nochmal ausweichen. Ich hab schon wieder vergessen. Oh, oh. Warte mal. Eva. Er war... Okay. Oh Gott, wo ging denn nochmal dieser Schutzschild? War das cool? Ja, das war cool. Was auch immer das ist. Das sieht gut aus. Wir sammeln irgendwas ein und machen das. Meine Güte, was für ein Stress, wir sind fast tot. Geh! Da habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Also ich habe ja schon befürchtet, dass uns der Zweite sieht, wenn wir den Ersten wegnatzen. Aber das Q ist Protego. Oh Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. Also wirklich alles vergessen. Da sind aber noch zwei, ne? Dann machen wir mal ganz kurz, warte mal, das da nochmal. Und gehen mal da drüben uns kurz hinschleichen. Dass wir wenigstens jetzt hier einen noch wegnehmen können. Oh oh. Nein, du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht da. Vielleicht, wenn die jetzt in verschiedene Richtungen gehen, können wir den einen hier Petrificusen. Petrificus Totalus. Ohne dass es der andere merkt. Ja, super. Guck mal. Das ist doch traumhaft. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ein schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Okay, das heißt, wir können uns hier mal wieder... Revelio. Da liegt was rum. Befehle. Direkt von Renrock. Durchsuche diesen Befehl. Nachsuchen Sie etwas, das mit Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Ja, welche Namen denn? Darf ich es mal lesen? Durchsuche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit den Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Okay, den Namen, das sind also, ist schon mal Plural, das sind, Revelio. Aber vielleicht weiß ich auch schon wieder zu wenig von der Story. Hi. Du wirst bluten. Ja, ich weiß jetzt. Ich spreche den Zauberstab und den nicht besonders klug zurückzukommen. Du kannst uns nicht aufhalten. Da bist du ja. Warte mal, wir haben doch diese coolen Sachen. Warum benutzen wir die denn nicht? Ich werde deinen Tod rächen. Erbärmlich. Leviosa.
Levioso. Accio. Gut. Viele Kobolde waren schon immer feindselig gegenüber Zauberern. Aber das hier ist irgendwie anders. Revelio. Ja, die hassen uns. Daran liegt das. Mal ganz kurz hier ein paar Sachen einsammeln. Kommen die da einfach wieder, ne? Werden einfach herteleportiert. Okay. Ist wohl das Werk der Zeit, Kobolde. Redet er einfach auf 400 Meter Entfernung mit uns und denkt, dass wir das hören? Auch klappt nicht, wenn wir so am Arsch der Welt sind. Es ist mehr als nur Zufall, dass wir hier auf Renrocks Anhänger gestoßen sind. Und hier noch looten müssen, das ist wichtig. Revelio! Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und was auch immer er uns da jetzt sagen möchte, im Turm, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, danke euch fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!